dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 4. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz zur Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen und so weiter im Hochschulbereich. Zur Einbringung darf ich dem Kollegen Andi Hofmeister für die Fraktion der CDU das Wort erteilen. 7,5 Minuten. Muss nicht sein, kann er vielleicht auch ein bisschen ausführlicher sagen. Er hat das gute Recht. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Für die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN darf ich hiermit den Entwurf für ein Gesetz zur Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen zur Bewältigung der Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie im Hochschulbereich einbringen. Die pandemiebedingten Einschränkungen stellen auch den Wissenschafts- und Hochschulbetrieb vor enorme Herausforderungen. Und zunächst will ich deshalb einen ausdrücklichen Dank voranstellen. Und zwar an die Verantwortlichen unserer Hochschulen in Hessen, an die Präsidien, an die Lehrenden und Forschenden sowie an die Studierenden. Trotz der besonderen Umstände, Einschränkungen und speziellen Formate läuft das Sommersemester 2020. Und das ist eine enorme Leistung aller Verantwortlichen an den Hochschulstandorten in Hessen. Das ist ein besonderer Dank wert. Dank auch deshalb, weil es ein wichtiger Beitrag dazu ist, dass junge Menschen, die sich in dieser schwierigen Zeit mitunter besonders viel Sorgen um die Gesundheit von Familienangehörigen, um die Finanzierung ihres Studiums oder auch ihre Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt machen, auf dem Weg zu ihrem angepeilten Studienabschluss möglichst wenig oder auch keine Zeit verlieren. Und meine Damen und Herren, eine Stärke unserer Wissenschaftslandschaft können wir in diesen Tagen auch besonders nutzen, nämlich die weitgehende Autonomie unserer Hochschulen. Sie leistet einen wichtigen Beitrag dazu, passgenaue Lösungen vor Ort zu finden, und das bleibt auch im vorliegenden Gesetzentwurf weitgehend unangetastet. Aber wir haben es in den letzten drei Monaten ja erlebt, dass es neben den praktischen Aufgabenstellungen und für weite Teile der Gesellschaft und Einschränkungen des gewohnten Lebens auch immer wieder um komplexe juristische Fragestellungen geht. Und wir haben in diesem Hause Entscheidungen auch mit breiten Mehrheiten getroffen, da es um teils sehr dringliche Beschlüsse und Maßnahmen ging, um den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu begegnen. Meine Damen und Herren, schon zu normalen Zeiten ist es herausfordernd, wenn Bund und Länder ein möglichst abgestimmtes Vorgehen entwickeln müssen. Und ich danke an dieser Stelle ausdrücklich auch Staatsministerin Angela Dorden und ihrer Staatssekretärin Aysa Azar für die stetige Abstimmung mit unseren Hochschulen auf der einen Seite sowie den intensiven Einsatz auf Bundesebene. Da braucht man gute Nerven. Das ist aus verschiedenerlei Gesprächen ja bekannt. Und warum haben wir jetzt nun als Koalition von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einen Ansatz gewählt, die Ministerin für Wissenschaft und Kunst über einen neu gefassten § 96 im Hessischen Hochschulgesetz zu ermächtigen, durch Rechtsverordnungen Regelungen für eventuell sehr kurzfristig zu treffende Maßnahmen zu erlassen? Es umfasst im Wesentlichen drei Bereiche, welche in der vorliegenden Drucksache ja auch ausgeführt sind. Es geht erstens um das Thema der Verlängerung der Förderungshöchstdauer nach dem BAföG. Und hier bestehen nach wie vor große Unsicherheiten bei vielen Studierenden. Es wäre zu wünschen, dass sich am Ende noch eine bundeseinheitliche Regelung findet, aber sollte dies nicht in Kürze gelingen, braucht es im Sinne der Studierenden einen hessischen Weg. Zweitens. Die rechtssichere Ausgestaltung von Online-Prüfungen stellt einen weiteren Aspekt mit komplexen Anforderungen an das gesamte Hochschulwesen dar. Verfassungsrechtliche Anforderungen an Prüfungen, Fragen des Datenschutzes, der Datensicherheit und der IT-technischen Erfordernisse sind zu berücksichtigen. Und drittens und nicht zuletzt stehen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor der Frage, wie sich die pandemiebedingten Einschränkungen des Forschungsbetriebs, notwendige Betreuungsaufgaben in den Familien und damit verzögerte oder gar unterbrochene Entwicklungsschritte in ihren befristeten Beschäftigungsverhältnissen ausgleichen oder auch auffangen lassen. Hier wurde über Bundestag und Bundesrat mit dem Wissenschafts- und Studierendenunterstützungsgesetz bereits gehandelt, jedoch nur für privatrechtlich Beschäftigte, da der Bund keine Gesetzgebungskompetenz im Bereich des beamteten Hochschulpersonals der Länder besitzt. Es handelt sich also mit diesem Gesetzentwurf um klar umrissene und dringliche Themenfelder im Bereich des Hochschulwesens, die wir nun hiermit behandeln wollen.
Wir sind uns deshalb als Koalition von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN darin einig, dass der Weg über eine Ermächtigung in diesen außergewöhnlichen Zeiten sinnvoll und notwendig ist. Meine Damen und Herren, mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs erhält die Ministerin für Wissenschaft und Kunst die Möglichkeit, kurzfristig und auf verkürzten Wege im Sinne von Studierenden, befristet Beschäftigten und den Hochschulen rechtssichere Regelungen zu treffen. Wir geben damit als Parlament der Landesregierung bis Ende 2021 befristet ein handhabbares Instrument zur kurzfristigen Unterstützung unserer hessischen Hochschullandschaft in die Hand und erwarten gleichzeitig als Landtag eine regelmäßige Unterrichtung über die entsprechenden Regelungen. Meine Damen und Herren, eine Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen ist mit Sicherheit und glücklicherweise kein alltäglicher Schritt. Aber es ist in dieser aktuellen Phase der Unsicherheiten und des oftmals notwendigen, ich nenne es mal, Aufsichtfahrens, eine aus Sicht der Koalition notwendige Maßnahme. Ich hoffe auf konstruktive Beratung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hofmeister. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Abg. Dr. Büger. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Kollege Hofmeister, dieses Gesetz oder dieser Entwurf, den Sie hier vorlegen, der zeigt doch nur eins. Abends werden die Faulen fleißig. Abends werden die Faulen fleißig. Denn ich sage Ihnen eins, den Weg, den Sie jetzt hier vorschlagen oder den es auch gemeinsam die Ministerin vorschlägt, den Weg über ein Fraktionsgesetz, das soll ja schon beschleunigen, über eine erste Lesung heute, über bereits eine zweite Lesung in einer Woche, das zeigt extrem schnelles Verfahren. Dazu dann eine allgemeine Ermächtigung unter extremer Zurückführung, man könnte auch nicht sagen Ausschaltung des Einflusses des Landtags, wenn lediglich noch unterrichtet, und keinerlei Diskussion mehr über wesentliche Details, die später die Hochschulen betreffen. Das ist der Weg, den Sie wählen. Und Herr Hofmeister, da frage ich Sie oder ich frage auch dann die Ministerin, wird ja auch noch dazu sprechen, warum führen wir all diesen Weg? Warum? Und ich kann Ihnen sagen, deshalb, weil Zeitdruck entsteht. Aber warum besteht Zeitdruck? Na, Zeitdruck besteht auch deswegen, weil wir unvorbereitet sind. Und warum sind wir unvorbereitet? Unvorbereitet in die Krise gegangen. Niemand konnte Corona voraussehen. Aber wir können natürlich bei vielen Punkten vorbereitet sein. Wir sind deswegen unvorbereitet, weil wir bislang die falschen Prioritäten gesetzt haben. Das ist der Grund. Und so entsteht am Ende ein Schaden. Und wir können uns nun als Parlament überlegen, wo der Schaden entsteht. Entweder entsteht der Schaden beim Parlamentarismus und bei der Gründlichkeit, oder der Schaden entsteht bei den Studierenden. Und eigentlich können wir uns nur an der Stelle zwischen Pest und Cholera wählen, und das ist ein ganz schlechter Weg. Meine Damen und Herren, um was geht es konkret? Die drei Punkte, ich will sie auch noch einmal aufgreifen. Erstens die Festsetzung Regelstudiendauer. Das ist im Rahmen BAföG, aber nicht nur BAföG, relevant. Ja, das ist ein Punkt. Aber auch da kann man sagen, also erstens hätte der Bund, und das haben Sie gar schon zugegeben, dass der Bund eine ganz schlechte Figur, müssen Sie mal Frau Kalitschek weitergeben, eine ganz schlechte Figur gemacht hat. Denn da wäre doch eine bundeseinheitliche Lösung sinnvoll gewesen. BAföG, Bundesausbildungsförderungsgesetz, da wäre der Bund in der Pflicht, und er macht dort seine Aufgaben nicht. Sie führen das Ministerium dort, also Ihre Partei. Und zweitens, natürlich gäbe es Möglichkeiten, dass wir hier nicht über Rechtsverordnung das machen müssen, wenn wir nämlich den Weg beschritten haben, den schon längst Nordrhein-Westfalen beschritten hat, nämlich mit individuellen Regelstudienzeiten. Ich habe ja mitbekommen, dass man auch mittlerweile den Weg so gehen will, aber das hätte man schon längst tun können. Und Nordrhein-Westfalen, finde ich im Übrigen, wird gar nicht schlecht regiert, soweit ich weiß, schwarz-gelb. Also eine sinnvolle Regierung. Und zweiter Punkt. Online-Prüfungen ermöglichen. Ja, selbstverständlich ist es klug, Online-Prüfungen zu ermöglichen. Im Übrigen ein Thema, das wir schon längst vor Corona hätten haben können. Schon längst vor. Digitalisierung ist nicht erst mit Corona gekommen. Das ist nämlich ohnehin sinnvoll, Online-Prüfungen. Stellen Sie sich vor, ein Mensch hat eine bestimmte Krankheit, hat ein Bein gebrochen, der kann aus irgendeinem Grund nicht entsprechend dorthin gehen. Oder typisch im Hochschulbereich, der macht ein Auslandssemester, ist aber noch eine Prüfung nachzuholen. Der ist in Finnland, soll er dann extra dafür zurückkommen oder aus den USA.
Online-Prüfungen sind klug und sinnvoll. Ich frage mich, warum sind die nicht schon längst bei uns verankert? Warum müssen wir das erst in dieser Zeit nachholen? Es ist übrigens typisch für die Digitalisierung von Schwarz-Grün. Sie reden viel drüber und tun wenig. Auch hier nur Provisorien. Nur Provisorien. Und auch für das Thema Prüfungen, also wie die ablaufen, da haben Sie kein Konzept, wie soll die Bewertung sein? Wollen wir hier speziell Freischussregelungen? Welche Folgen hätten das, wenn wir das nicht haben? Welche Kriterien haben wir dafür, wann eine Prüfung regulär ist? Das ist schon etwas, was wir mal von Landesseite diskutieren sollten. Und auch hier sind andere Länder deutlich weiter. Nordrhein-Westfalen, die haben bereits Online-Prüfungen verankert. Die haben sogar schon Online-Sitzungen von Gremien. Die müssen nicht online tagen, die können aber online tagen. Und deswegen sind Hochschulen dort handlungsfähig. All das haben wir nicht. Aber ich hatte schon erwähnt, wer Nordrhein-Westfalen regiert. Und dritter Punkt, Verlängerung beim Thema Beamtenstellen. Auch das ist ja von, dieser Punkt ist vom Grundsatz im Übrigen unstrittig. Und Sie haben das Wissenschaftszeitvertragsgesetz genannt. Das konnte der Bund regeln, den anderen Teil konnte er nicht regeln. Ja, selbstverständlich, den Teil tragen wir gerne mit. Aber dann sage ich mal, das hätten Sie doch auch extra ins Gesetz reinschreiben können. Dafür brauchen wir keine Ermächtigung. Überhaupt nicht. Und welche Fristen nehmen Sie dann rein? Fristen bis zum 31.12.2021 darf die Ministerin hier Verordnungen geben, also anderthalb Jahre. Beim Schulbereich, da sind wir immer noch, dass wir sagen, bis zum nächsten Frühjahr, also ein Dreivierteljahr länger. Und dann steht im Übrigen auch noch drin, dass alle Verordnungen, die können sogar am 30.12.2021 ausgegeben werden, unbegrenzt gültig bleiben. Also, wer weiß, vielleicht werden hier Dinge auch verankert, die keine Provisorien sind. Auch das ist überhaupt nicht glücklich. Und, meine Damen und Herren, deswegen hier als Fazit. Hessen ist viel zu spät dran. Und dass wir viel zu spät dran sind, liegt an den falschen Prioritäten. Unsere Hochschulen, die haben Klimaschutzmanager, aber Digitalmanager bräuchten sie, und die haben sie nicht. Und deswegen haben sie auch einen Teil ihres Problems. Und deswegen sollen wir, Frau Eisner, Sie können sicherlich gleich noch einmal sagen, ob Sie das anders sehen, wir sollen hier die Katze im Sack kaufen. Wir sollen hier die Katze im Sack kaufen über Ermächtigung. Dabei hätten wir die Dinge früher regeln können. Wir sollen uns hier entscheiden, ob der Parlamentarismus leidet, weil wir keine Anhörungen z.B. zu der Art haben, wie wir Online-Prüfungen haben können. Wir werden mal nachher informiert, aber die wirkliche parlamentarische Diskussion, die ich immer als sehr wertvoll erachtet habe, ich hoffe, Sie erachten die auch als wertvoll, die schneiden wir einfach mal ab an dieser Stelle, halte ich für überhaupt nicht klug. Und wir können uns, wie gesagt, überlegen, was Schaden nimmt, Parlamentarismus oder Studierende. Deshalb die falschen Prioritäten dieser Koalition, die rächen sich jetzt. Und ich will Ihnen deswegen am Ende einen Satz von Immanuel Kant mitgeben. Immanuel Kant, der hat gesagt, es ist niemals zu spät, vernünftig und weise zu werden. Also Hoffnung für Sie, es ist niemals zu spät, vernünftig und weise zu werden. Es ist aber schwerer, wenn die Einsicht zu spät kommt. Und in diesem Sinne hat Schwarz-Grün den schwereren und deswegen schlechteren Weg gewählt. Danke sehr. Danke, Herr Dr. Büger. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Abg. Dr. Sommer. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrter Herr Präsident, zu Beginn möchte ich kurz darauf eingehen, dass ich mich doch an dem Titel des Gesetzes ein wenig stoße. Da steht nämlich Gesetz zur Ermächtigung. Und gerade das Wort Ermächtigung ist so negativ konnotiert und erinnert an die Ermächtigungsgesetze aus 1933. Das finde ich angesichts der damaligen Grundlage zur Aufhebung der Gewaltenteilung, zur Festigung der nationalsozialistischen Diktatur mehr als unglücklich gewählt. Man hätte ja auch Vollmacht oder ein anderes Synonym verwenden können, aber dies nur von mir persönlich vorangestellt. Bedanken möchte ich mich erst einmal bei der Ministerin Angela Dorn. Die hat uns nämlich vorige Woche eingeladen zu einem Obleutegespräch, wo sie uns das Gesetz noch einmal erläutert hat, auch für Fragen zugänglich war. Dafür herzlichen Dank. Allerdings ist es schon spannend, dass uns die Ministerin über ein Gesetz der Fraktionen informiert. Das zeigt erneut, und das kennen und wissen wir ja, dass die Landesregierung die Gesetze für die Fraktionen oder für die Koalition aufsetzt, um sie schneller durchzubringen.
um auch eine Regierungsanhörung, und das hat ja mein Vorredner gerade schon gesagt, zu umgehen. Wir verstehen aber diesmal wirklich, dass Sie Zeit sparen wollen. Aber ich möchte noch einmal ausdrücklich betonen, dass uns die Beteiligung der Betroffenen wirklich wichtig ist. Das Gesetz fokussiert die veränderten Bedingungen an Hochschulen durch die Pandemie. Vorlesungen, Seminare finden nunmehr fast vornehmlich digital statt. Bibliotheken sind stark eingeschränkt. Forschung, Labortätigkeit, Werkstatttätigkeit oder auch Exkursion oder Praktika müssen verschoben werden. Auch hat die veränderte Situation natürlich Auswirkungen auf Prüfungen. Und die beabsichtigte Schaffung einer Verordnung jetzt bezieht sich auf die eben schon genannten Regelungsbereiche, also die Prüfung, Regelstudienzeit und Befristung. Für die Bereiche Regelstudienzeit und Befristung ist das Regelbedürfnis wirklich nachvollziehbar und sinnvoll, auch erforderlich, weil die Hochschulen können ja diese Regelung nicht im Wege der ihnen zustehenden Satzungsgewalt erlassen. Von daher ist wichtig, dass da was kommt. Das befürworten wir gerade auch bezüglich der Regelstudienzeit und dass Förderungszeiträume vorübergehend ausgeweitet werden und so auch keine Förderungslücken für Studierende entstehen. Das ist gut, meine Damen und Herren. Sie sprechen in dem Gesetzentwurf bezüglich der Befristung aber vornehmlich von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Beamtenverhältnis auf Zeit, auf einer Qualifikationsprofessur etc. Was aber ist mit allen anderen wissenschaftlichen Beschäftigten, die eben befristete Arbeitsverhältnisse haben, mit all denjenigen, die in Drittmitteln und Forschungsprojekten beschäftigt sind? Auch hier wären Regelungen dringend erforderlich. Wir fordern daher, dass man so einen kollektiven Nachteilsausgleich, der eine Corona-bedingte Verlängerung der Beschäftigungsverhältnisse vorsieht. Das wäre gerecht, das wäre gut. Und da könnte Hessen auch schon selbst vorangehen und in den LOEWE-Projekten eine solche Verlängerung anstreben, meine Damen und Herren. Der Bereich Prüfung hingegen ist der Regelung durch die Hochschule zugänglich. Hier ist gegenwärtig nicht ersichtlich, warum das eigentlich durch dieses Gesetz beabsichtigt wird. Auch deswegen, weil die Hochschulen schon selbst längst aktiv sind. Die Hochschulen haben mitunter die Prüfungsfristen entsprechend verlängert. Auch wurde die Anrechnung abweichender Lehrveranstaltungen oder Prüfungsformate weitgehend sichergestellt. Da wussten sich die Hochschulen sowieso oft schon selbst zu helfen. Das heißt, hier wird etwas geregelt, was schon längst Teil der Praxis ist. Aber insgesamt ist es trotzdem wichtig und sinnvoll, eine rechtssichere Ausgestaltung von Online-Prüfungen unter Berücksichtigung von Datenschutz, Datensicherheit und auch der IT-technischen Anforderungen zu schaffen. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen in diesem Zusammenhang, ob, wie wir das auch in unserem Antrag von der SPD aufgeführt haben, ob die Prüfungsversuche im Sommersemester als Freiversuch gewertet werden sollen, das fordern zumindest, meine Damen und Herren, die hessischen Studierenden. Und nicht nur die Prüfungen sind zu fokussieren, sondern auch die Vorbereitung darauf, nämlich gute technische Lösungen, ein barrierefreier Zugriff aller Studierenden, und zwar gleichermaßen, auf die Lehrmaterialien, auf Online-Veranstaltungen. All dies kommt uns ein wenig zu kurz. Auch da ist mehr Unterstützung gefragt. Und im vergangenen Gespräch, Frau Ministerin, haben Sie uns gesagt, ich hatte gefragt, ob Sie das Gesetz oder die Regelung schon mit den Hochschulen besprochen hätten. Sie sagten, das Gespräch erfolge noch. Das hat, glaube ich, gestern stattgefunden. Uns würde natürlich interessieren, wie die Hochschulen zu diesen Regelungen stehen. Vielleicht könnten Sie uns ja dazu noch einmal etwas sagen. Dazu auf jeden Fall schon einmal im Voraus herzlichen Dank. Wir werden auf jeden Fall das Gesetz positiv begleiten, weil es in den Bereichen Prüfung, Regelstudienzeit und auch Befristung hessische Hochschulen, die Beschäftigten und die Studierenden unterstützen versucht.
um aber die Nachteile durch die aktuelle Behinderung von Forschung, Lehre und Studium auszuschließen, muss das Land unserer Meinung nach noch etwas draufsetzen. Unsere Vorstellungen dazu habe ich Ihnen erläutert, zu der digitalen Lehre, zu dem Freiversuch, zu der Verlängerung von Beschäftigungsverhältnissen aller wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da sehen wir eben noch Handlungsbedarf. Den sollten wir nicht aufschieben. Studierende und auch die Beschäftigten sollten durch die Covid-Pandemie keine Nachteile erfahren. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig. Das Gesetz geht in die richtige Richtung. Und über die Details können wir uns dann im Ausschuss noch unterhalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist die Kollegin Nina Eisenhardt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Versetzen wir uns in die Lage der Studierenden. Zu Beginn der Pandemie wurden viele Prüfungen, die im März und April hätten stattfinden sollen, abgesagt. Sie werden aktuell jetzt gerade nachgeholt. Und im Juli beginnt oft schon wieder die Klausurenphase des laufenden Sommersemesters. Währenddessen findet die Lehre fast ausschließlich digital statt. Das ist eine Herausforderung für alle Lehrenden, die Lehrveranstaltungen völlig digital konzipieren müssen. Aber es fordert auch die Studierenden. Mehr Lernen in Eigenverantwortung braucht mehr Zeit. Internationale Studierende schalten sich mitten in der Nacht in das Live-Seminar aus ihrem Heimatland zu. Bibliotheken und Lernorte machen erst langsam wieder auf. Für einige Studierende bedeutet das, dass sie keinen ruhigen Ort zum Lernen haben, keinen Zugang zu technischer Ausstattung und Lernmaterialien. Dazu kommt, dass 40% der Studierenden ihren Job durch die Pandemie verloren haben und sie vor großen finanziellen Herausforderungen und Ängsten stehen. Erst ab heute hätten die Soforthilfen des Bundes beantragt werden können sollen, muss man sagen. Die Seite ist inzwischen zusammengebrochen. Grund dafür könnte sein, dass die Soforthilfen eben nur für 2 bis 3% der Studierenden reichen. Es ist verständlich, dass sich viele Studierende und Lehrende eine Rückkehr auf den Campus wünschen. Ein Präsidiumsmitglied hat es neulich treffend formuliert mir gegenüber. Wir sind eher volksfest als Schule. Damit meint er weniger die studentischen Partys, als dass in der Hochschule die Lehre eben nicht im Klassenverbund stattfindet. Die Studierenden wechseln für Kurse und Vorlesungen Räume und kommen in unterschiedlichen Gruppen mehrmals täglich mit bis zu 1.000 Personen zusammen. Das ist wenig vergleichbar mit einer Schule, und es ist deshalb trotz aller Widrigkeiten richtig, dass die Hochschulen weiter mit digitalen Angeboten planen. Die Länder und der Bund haben den Studierenden versprochen, dass Studierende durch die Pandemie keine Nachteile erhalten sollen. Doch das Versprechen ist bisher nur teilweise eingelöst. Bundesministerin Karliczek hat am 13. März versprochen, ich zitiere, BAföG-Geförderte sollen wegen der Corona-Pandemie keinen Nachteil erleiden. Das ist mir wichtig, Zitat Ende. Darauf verlassen sich die Studierenden. Und ja, der Bund hätte diese Lösungen gemeinsam mit den Ländern, allen 16 zusammen, liefern sollen. Und das sind die Verhandlungen, die in den letzten 3 Monaten intensiv geführt wurden, aber eben noch nicht zu einem positiven Ende gekommen sind. NRW hat deshalb den Weg gewählt, Sie haben es erwähnt, Herr Büger, mit einer eigenen Regelung zur Regelstudienzeit im BAföG. Die anderen Länder haben darauf gewartet, ob eben genau diese Regelung vom BMBF akzeptiert wird und danach BAföG gezahlt wird, ohne dass es auf die Kapazitäten angerechnet wird. Die Entscheidung des BMBF, dass sie diese Regelung akzeptieren, kam und postwendend haben wir uns drangesetzt in Hessen, eben genau diese Regelung jetzt auch auf den Weg zu bringen. Und das machen wir mit diesem Gesetz, das uns jetzt vorliegt. Wir haben kein Plenum verstreichen lassen seitdem, sondern das ins nächste Plenum eingebracht. Und damit hat Hessen auch keine Zeit verzögert, sondern hat hier sofort gehandelt, nachdem dieser Weg möglich war. Wir können damit jetzt eben das Corona-Semester umsetzen, das die Studierenden zu Recht einfordern. Ebenso eine Herausforderung ist eben für die Situation der Mitarbeitenden, das wurde von meinen Vorrednerinnen ja auch schon erläutert. Wir wissen, dass viele Lehrende von Menschen mit befristeten Arbeitsverträgen eben parallel zur eigenen Qualifikation oder zur Forschung geleistet wird.
und die Schließung von Kitas und Schulen, Laborarbeit, die eben nicht im Homeoffice geleistet werden kann, und der Mehraufwand der digitalen Lehre führen dazu, dass die eigene Qualifikation und Forschung sich verzögert. Und es ist nun mal so, dass der Bund jetzt eben für die Beschäftigten, die nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz beschäftigt sind, die Möglichkeit geschaffen hat, die maximale Befristungsdauer zu erhöhen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht jetzt unser Teil, eben auch den Beschäftigten, die nach dem HHG befristet sind, beispielsweise Tenure-Track-Professuren, diese Möglichkeit ebenfalls zu schaffen. Und natürlich bleiben wir auch dran, dass die Hochschulen diese Möglichkeit dann eben auch nutzen. Und Sie hatten Löwe erwähnt, Frau Sommer, für Programme aus Landesmitteln, wie beispielsweise Löwe, können Verlängerungen in Anspruch genommen werden, wenn Arbeitsverträge aufgrund der Pandemie verlängert wurden und sich Forschung verzögert. Und ich habe aus Projekten bereits erfahren, dass Sie diese von der Landesregierung auch kommunizierte Möglichkeit auch nutzen wollen. Der dritte Bereich, in dem wir für die Hochschulen Rechtssicherheit schaffen wollen, ist der Bereich Prüfungen. Das HHG sieht in § 20 vor, dass die Hochschulen in ihrer Autonomie und demokratischen Selbstverwaltung unter Beteiligung aller Statusgruppen, und das ist ganz wichtig, unter Beteiligung aller Statusgruppen Entscheidungen über Prüfungsbestimmungen treffen. Dieses Recht wollen wir nicht aushöhlen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, sondern wir wollen eben nur dort einen rechtlichen Rahmen geben, wo wir ihn brauchen, wie beispielsweise bei Online-Prüfungen. Aktuell viel diskutiert und von der SPD auch beantragt, ist eine landesweite Regelung zu Freiversuchen. Ich verstehe das Bedürfnis nach landeseinheitlichen Regelungen zu gut, aber die Zahl von Freiversuchen unterscheidet sich z.B. an den Hochschulen sehr stark. Also wie viele Prüfungsversuche können gemacht werden? Manche haben 3, andere 4, manche eine mündliche Letztprüfung. Die von den Hochschulen getroffenen Nachteilsausgleiche unterscheiden sich ebenfalls. Fristverlängerungen, Abmeldemöglichkeiten, Freiversuche. Einige Senate haben erst letzte Woche ihre APB-Änderungen beschlossen. Andere haben das diese oder nächste Woche noch vor. Die Ministerin hat uns im Obleutegespräch berichtet, dass das HMWK diesen Prozess der APB-Anpassungen in den Hochschulen bereits intensiv begleitet. Und sie hat uns zugesagt, dass sie überprüfen wird, ob ausreichende Nachteilsausgleiche auch geschaffen wurden. Wenn nicht, gäbe der vorliegende Gesetzentwurf der Ministerin auch die Möglichkeit, entsprechend einzugreifen. Lassen Sie mich zum Antrag der SPD noch sagen, dass ich den Fokus auf erstmals abgelegte Prüfungsversuche ernsthaft nicht verstehe. Wenn man die demokratische Selbstverwaltung eingreift, muss es aus meiner Sicht darum gehen, pandemiebedingte Exmatrikulationen zu verhindern und den Druck eben besonders von Letztprüfungsversuchen zu nehmen. Auch die Perspektive der Lehrenden, die unter diesen schwierigen Bedingungen Prüfungen abnehmen müssen, kommt mir in dem Antrag zu kurz. Und hier sei zu Ihnen, Herr Büger, noch gesagt, die Gesetz zur Ermächtigung in NRW ging nämlich in diesem Punkt sogar noch viel weiter. Es war aus meiner Sicht, was NRW gemacht hat, ein massiver Eingriff in parlamentarische Rechte und in die akademische und studentische Selbstbestimmung. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ermöglichen wir in der Flexibilität, die diese Zeit erfordert, die Nachteile der Pandemie für Studierende und Lehrende abzumildern. Wenn dieses Parlament in die Sommerpause geht, beginnt für die Studierenden die nächste Prüfungszeit. Lassen Sie uns deshalb mit diesem Gesetz dafür sorgen, dass Sie in Ihren Prüfungen mit einer Sorge weniger starten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Eisenhardt. Nächste Rednerin ist die Kollegin Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, dieser Gesetzentwurf ist ein guter Anlass, um über die Situation der Studierenden zu sprechen in diesem Land und während dieser Corona-Krise. Und es gab am Montag einen bundesweiten Aktionstag der Studierenden, der auch hier vor dem Landtag stattgefunden hat, wo sie auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben. Und deswegen will ich noch einmal darauf hinweisen, dass jeder vierte Studierende durch diese Krise in Existenznot geraten ist, dass viele ihre Jobs verloren haben, dass sie natürlich auch davon betroffen sind, dass es keine Kinderbetreuung gab, weil es gibt eine ganze Menge Studierende mit Kind, und dass viele dadurch in eine finanzielle Schieflage gekommen sind und sich verschulden mussten.
Und da muss man sagen, da kam bisher sehr, sehr wenig vom Bund. Da hat das, was vom Land kam, die 250.000-Euro-Fonds, der ja nach zwei Stunden ausgeschöpft war, für 260.000 Studierende natürlich nicht gereicht. Und das, was wir auf Bundesebene jetzt gerade diskutieren und ja jetzt ab jetzt umgesetzt werden soll, ist natürlich auch viel zu wenig, zumal die Bedingung ist, damit Studierende überhaupt Hilfen beantragen können, dass sie weniger als 500 € auf dem Konto haben. Wenn man sich überlegt, was so ein WG-Zimmer in Frankfurt kostet und was Studierende vielleicht sonst noch ausgeben müssen, dann ist das ein bisschen unvernünftige Vorgabe und eine bisschen unrealistische Vorgabe, würde ich sagen, meine Damen und Herren. Also von daher sind die Studierenden in den letzten Monaten durchaus ziemlich alleingelassen worden von der Bundesregierung, von Frau Karliczek. Und deswegen ist es richtig, dass jetzt hier etwas passiert und dass hier jetzt auch Rechtssicherheit geschaffen wird. Weil es ist natürlich so, dass viele Studierende in der Sorge sind, dass sie eben kaum selber jetzt eingeschränkt waren zu studieren, dass Labore geschlossen hatten, dass Bibliotheken geschlossen haben, dass sie sich auf Prüfungen nicht vorbereiten konnten. Und deswegen sind wir erst einmal grundsätzlich der Meinung, dass es richtig ist, hier jetzt eine Rechtsgrundlage zu schaffen und an diesen drei Punkten tätig zu werden, nämlich dass wir eine Anpassung der Regelstudienzeit brauchen, was die BAföG, was den BAföG-Bezug angeht, weil Studierenden durch diese Situation jetzt einfach kein Nachteil entstehen darf, ob sie ihre erste Prüfung machen oder ihre letzte Prüfung. Klar muss sein, dass dieses Semester nicht voll gewertet werden kann und dass eben Studierende jetzt nicht ein Nachteil entstehen kann, weil sie jetzt ihre Prüfung nicht ablegen können, meine Damen und Herren. Es ist richtig, eine rechtssichere Lösung zu schaffen für die Online-Prüfungen. Auch hier, da haben, Kollegin Sommer hat das ja schon gesagt, da haben sich viele. Ich habe Kollegin Sommer gesagt und dann fängt die an zu klatschen. Ja, okay. Ich probiere es gleich noch einmal. Dass viele Hochschulen sich da schon selber auch beholfen haben, weil die Situation an den Hochschulen ist ja wirklich total schwierig. Also wenn man mit Studierenden spricht, die sagen, man hat hier eine Videokonferenz, man hat dort eine Videokonferenz, es ist teilweise wirklich schwierig, irgendwie Möglichkeiten für Hausarbeiten, für Prüfungen zu finden. Die ganze Frage, wie soll so ein Online-Semester überhaupt aussehen, ja, also dass es da größere Probleme gibt. Deswegen ist es da richtig sicher, eine rechtliche Grundlage auch zu schaffen. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Befristungen. Weil klar ist, wir müssen Exmatrikulationen vermeiden und wir müssen auch vermeiden, dass Studierende ihr Studium abbrechen, weil sie einfach in höchstgrößten Finanznöten sind, weil sie ihre Nebenjobs verloren haben oder der BAföG-Bezug ausläuft. Deswegen ist es sicher richtig, hier auch eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Und hinzu kommt ja, dass die Ministerin im Obleutegespräch, bei der ich war nicht selber dabei, aber ich wurde vertreten, zugesagt hat, dass die Verordnungen, die sie nach dieser Rechtsgrundlage ja erlassen können, dass sie vor dem Erlass diese Verordnungen dem Landtag auch transparent machen oder beziehungsweise dem Ausschuss transparent machen. Der Zusage, das finden wir eine richtige Zusage. Aber unser Eindruck ist auch, dass eben die Hochschulen sagen, sie brauchen hier eine rechtliche Grundlage und sie brauchen ein Gesetz. Und deswegen würde ich auch mich den Worten der Kollegin Sommer anschließen. Und das merke ich mir, dass es so einfach ist, ein bisschen mehr Applaus zu kriegen in diesem Haus. Das ist, also deswegen würde ich mich da auch den Worten anschließen und sagen, wir begleiten das positiv. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Detailfrage im Ausschuss, Frau Ministerin, die können wir dann noch einmal beraten. Aber Sie haben die Obleute darüber transparent informiert. Und wir glauben auch, dass wir jetzt hier tätig werden müssen. Deswegen grundsätzlich stehen wir dieser Rechtsgrundlage, anders als die FDP, eher positiv gegenüber. Und wir sehen auch, dass es hier eine Zeitnot gibt, dass es einen Druck gibt und dass wir jetzt auch vor Ende des Sommersemesters und vor Beginn des Wintersemesters eben eine Grundlage schaffen müssen. Und ich glaube, das ist das Mindeste, was wir tun können. Es gibt eine ganze Menge, was wir für die Studierenden noch mehr tun könnten. Da ist die Landesregierung in der Pflicht und natürlich auch die Bundesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Grobe für die Fraktion der AfD. Bitte schön, Herr Dr. Grobe, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!
Die Alternative für Deutschland unterstützt die zeitlich befristete Verlängerung der Förderungshöchstdauer nach dem BAföG für Studenten sowie die Verlängerung der Förderung der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Juniorprofessoren. Es kann nämlich nicht sein, dass Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter, die Leidtragenden einer an sich anscheinend als falsch herausgestellten Lockdown-Politik der schwarz-grünen hessischen Regierung sind. Denn die Bundesregierung musste vor wenigen Tagen auf eine Kleine Anfrage der AfD einräumen, dass der Lockdown ein panischer Schnellschuss gewesen sei. Man hat nämlich keine Folgenabschätzungen für verschiedene Handlungsalternativen getroffen. Wenn ich so in die Runde schaue, kann ich an den ratlosen Gesichtern ablesen, dass Sie nicht wissen, worum es geht. Schauen Sie in die Drucksachennummer 19-19428 der Bundesregierung vom 4. Juni. Wenn man zusätzlich die anderen sehr dürftigen Antworten der Bundesregierung liest, kommt man zum Schluss, dass die Bundesregierung ahnungslos, wenn nicht sogar verantwortungslos, grundrechtsbeschränkende Maßnahmen beschloss. Dieser Ahnungs- und Verantwortungslosigkeit scheint die hessische Landesregierung gefolgt zu sein. Und das zeigte sich auch bei den jüngsten Massendemonstrationen, die unter anderem auch in Hessen stattfanden. Dort demonstrierten auch nicht wenige Studenten, unbehelligt und auf engstem Raum und ohne Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Nun muss folgende Frage erlaubt sein. Infizieren sich Menschen glücklicherweise nicht mit Corona, wenn sie für eine angeblich gute Sache demonstrieren? Oder hat das tödliche Coronavirus auch Prinzipien? Ironie aus. Meine Damen und Herren, es ist gut, dass dieser Ermächtigungserlass nur temporär und wohldosiert ist. Dennoch wäre es sinnvoll, wenn die Hochschulen bereits im kommenden Wintersemester sofort wieder zum Regelbetrieb zurückkehrten. Denn bislang lässt sich kein großer Nutzen aus der digitalen Vermittlung von Forschung und Lehre identifizieren. Vielmehr führt eine fortgesetzte digitale Lehre zu einer weitergehenden Nivellierung des Bildungssystems. Damit verspielt Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit in Wissenschaft und Forschung. Eine dauerhafte digitale Lehre lehnen wir ab. Diese darf nur in wirklichen Krisenzeiten Anwendung finden, aber dann muss sie auch funktionieren. Und das sehe ich als unsere Aufgabe für die nächsten Jahre. Ob dies die schwarz-grüne Regierungskoalition allerdings schafft, bleibt abzuwarten. Noch einmal, die Alternative für Deutschland trägt diesen Gesetzentwurf mit, weil er derzeit wichtig und nötig ist. Aber um es klar und deutlich zu sagen, den mittelfristigen oder gar langfristigen Umbau der Hochschulen zur digitalen Lehre und einer damit verbundenen Annäherung auf Hochschulniveau werden wir nicht mittragen. Lassen Sie sich noch etwas zu dem parlamentarischen Arm des Linksextremismus sagen. Diese Partei sollte kleine Brötchen backen. Gerade da wir morgen den 67. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR begehen. Diese Partei steht für Mord, Totschlag und Unterdrückung. Und sie beschäftigt im Bundestag einen Terroristen, der viele Menschen ermordet hat. Und ein Mitglied der Partei hat auf der Strategiekonferenz in Kassel dazu aufgerufen, 1% der Reichen zu erschießen. Und deren Parteivorsitzender plädierte sogar dafür Zwangsarbeit. Denken Sie einmal darüber nach. Und lassen Sie uns heute des 17. Juni gedenken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Grobe. Nächste Rednerin ist die Staatsministerin, Frau Staatsministerin Dorn für die Landesregierung. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Unsere Hochschulen haben in der Tat, das haben einige Vorredner schon deutlich gemacht, sehr große Anstrengungen in den letzten Wochen und Monaten unternommen, um die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen. Und sie haben sehr, sehr viel dafür getan, dass dieses Sommersemester 2020 eben kein verlorenes Semester ist. Und so wie Kollege Hofmeister es gerade schon getan hat, möchte auch ich an dieser Stelle einfach mal herzliches Dankeschön sagen. Denn tatsächlich haben da sehr, sehr viele Menschen sehr viel Herzblut reingesteckt,
damit diese Studierenden in diesen schwierigen Zeiten trotzdem eine ordentliche Lehre bekommen. Also herzlichen Dank an dieser Stelle. Und gleichzeitig, und da hat Frau Kollegin Wissler gerade darauf hingewiesen, hat das noch einmal plastisch dargestellt, natürlich, und da können wir uns alle nichts vormachen, da machen wir uns auch alle nichts vor, ein Verzicht auf Präsenzlehre, zeitweise Bibliotheken geschlossen, zeitweise auch Labore geschlossen, all das hat tiefgreifende Veränderungen, das hat tiefgreifende Auswirkungen. Und insofern gab es natürlich Zeitverluste beim Studium, teilweise auch in der Forschung. Das ist kaum zu vermeiden. Dazu kommt, auch das wurde gerade schon richtigerweise gesagt, viele Studierende haben ihre Hinzuverdienstmöglichkeiten verloren, weil das sind nun mal typischerweise die Jobs in der Gastronomie, die dann in Schwierigkeiten geraten sind. Und auch hier haben wir ja gerade lange über das Sondervermögen gesprochen. Auch an dieser Stelle, das war den Fraktionen sehr, sehr wichtig, dass wir an dieser Stelle auch an die Studierenden denken. Sie wissen, Studienfinanzierung ist Bundesaufgabe. Aber auch wir erachten diesen Notfallfonds für unzureichend. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn wir gemeinsam hier im Landtag auch an dieser Stelle mit einem Sondervermögen helfen können, damit zumindest mehr Studierende von diesen Zuschüssen profitieren können, als es aktuell der Fall ist. Dann müssen wir natürlich auch im Wintersemester weiter mit Einschränkungen rechnen. Sie alle wissen, im Gegensatz zu den Schulen, die Hochschulen sind sehr, sehr große Versammlungsorte, wenn ich sie mal so nennen darf. Es sind sehr viele Menschen unterwegs. Und insofern ist schon jetzt klar, dass es auch Einschränkungen geben wird. Wir wissen alle noch nicht, wie sich die Pandemie entwickeln wird. Wir planen aktuell gemeinsam mit den Hochschulen sozusagen in Teil digital, Teil Präsenz. Wie genau es ausgestaltet wird, ist alles noch offen. Was aber klar ist, uns wird diese Pandemie auch in den Hochschulen noch länger begleiten. Und insofern haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten wirklich in sehr, sehr enger Abstimmung mit den Hochschulen über die verschiedenen Regelungsmöglichkeiten, aber auch die Regelungsnotwendigkeiten und Bedarfe miteinander ausgetauscht, haben die ausgelotet. Und wir haben uns auch auf der KMK, da hat der Kollege Hofmeister darauf hingewiesen, zwischen Bund und Ländern uns sehr intensiv ausgetauscht. Wir haben z.B. die Frage Zulassungsverfahren zum Wintersemester einheitlich geregelt, Fristen entwickelt. Und wir haben bei den Hochschulen genau geschaut, was können die den Hochschulautonom regeln. Und tatsächlich in Hessen, das wissen Sie, haben wir eine sehr hohe Hochschulautonomie, auf die wir, glaube ich, in weiten Teilen hier auch sehr stolz sind. Und insofern war es uns sehr, sehr wichtig, dass wir genau diese Autonomie, dass wir die auch beibehalten, dass wir nicht zu tiefgreifend entsprechend hier hineingehen, weil vieles kann man in Hessen durch Satzungsrecht auch regeln. Und das unterscheidet uns übrigens auch von anderen Bundesländern, die auch gerade Verordnungen auf den Weg bringen, die weit mehr regeln, als wir es tun. Und ich glaube, es ist auch sehr richtig so. Aber es gibt eben einige Punkte, und da haben entsprechend die beiden Koalitionsfraktionäre darauf hingewiesen, die die Hochschulen eben nicht regeln können und bei denen wir jetzt eine rechtliche Grundlage brauchen, wirklich punktgenau agieren zu können. Und die Regelungsbedarfe sind zum einen, und das ist das große Thema, BAföG. Und ich freue mich sehr, dass entsprechend SPD und LINKE schon deutlich gemacht haben, dass sie diese Regelung so als so wichtig erachten, dass sie an dieser Stelle auch mitgehen würden. Ich weiß das sehr zu schätzen, weil tatsächlich ist mir sehr bewusst, dass mit meiner Ermächtigung zur Verordnung, ich bin bei Ihnen, was den Begriff angeht, aber es bringt es sozusagen zum Namen, was auch sozusagen an Verantwortung damit auf meinen Schultern ist. Aber an dieser Stelle gibt es einen guten Grund, und ich versuche Ihnen noch einmal hier transparent zu machen. Es ist mir auch wirklich sehr wichtig, dem Parlament deutlich zu machen, warum wir auf diese Regelungen gehen, warum wir glauben, dass es genau an dieser Stelle richtig ist, es über eine Verordnung zu regeln. Wir hatten, das war wirklich die Arbeit der letzten Wochen und Monate, erst einmal darauf gesetzt in der KMK, gemeinsam alle Wissenschaftsministerinnen und Wissenschaftsminister, dass es eine pauschale Regelung des Bundes geben wird, geben sollte zur Frage der Förderungshöchstdauer und dass dann entsprechend das Sommersemester nicht angerechnet wird. Darüber haben wir uns auch im Ausschuss schon bereits unterhalten. Eine solche pauschale Regelung wird es aller Voraussicht nach aber nicht geben. Dann haben wir als Kompromiss sozusagen in Erwägung gezogen, gibt es eine Art Musterhandeln aller Bundesländer nach Maßgabe des Bundes. Auch hier herrscht im Moment leider noch keine Klarheit. Und deswegen haben wir nach Alternativen gesucht, weil uns die Rechtssicherheit der Studierenden so am Herzen lag. Und vielleicht, Herr Kollege Büger, ich habe schon verstanden, dass Sie sozusagen auch einerseits, andererseits hier auch zum Ausdruck gebracht haben, Sie haben den Punkt Zeit angesprochen und dass Sie das sozusagen
noch nicht verstehen, warum wir das jetzt erst auf den Weg bringen. Ich verstehe die Frage. Vielleicht kann ich sie Ihnen auch beantworten. Denn tatsächlich hat das BMBF jetzt diese Regelung von NRW beurteilt. NRW hat individuelle Regelstudienzeiten, die wir jetzt einführen wollen, temporär, hat diese bereits im Gesetz. Und am 20. Mai, also wirklich vor wenigen Tagen, muss man eigentlich sagen, hat das BMBF auf unsere Nachfrage aus Hessen heraus geantwortet, ja, diese Regelung würde für Sie, das könnte man so machen, das ist für Sie in Ordnung. Und für uns ist ja die Rechtssicherheit von großer Bedeutung. Als wir diesen Brief erhalten haben, haben wir sofort umgehend mit den Koalitionsfraktionären gesprochen und uns darüber ausgetauscht, ob wir das dann nicht auch genauso regeln sollten. Und uns war sehr wichtig, wir wollten jetzt nicht ins Hochschulgesetz fundamental eingreifen und plötzlich individuelle Regelstudienzeiten einbauen, sondern uns war wichtig, temporär, genau für diesen Zweck der Pandemie, dieses einzuführen. Und uns war ganz wichtig, dass wir auch nicht weitere Sachverhalte, ich nenne mal Kapazitätsrecht, das ist für alle Hochschulpolitiker sozusagen ein wichtiges Thema, dass das nicht auch sozusagen dann mitberührt wird. Das heißt, wir brauchen eine Verordnung, die es uns ermöglicht, diesen temporären Charakter zum Ausdruck zu bringen und die uns es ermöglicht, wirklich befristet das auf den Weg zu bringen, ohne weitere strukturelle Eingriffe zu machen. Das ist der Grund, warum wir uns für diesen Punkt Verordnung entschieden haben. Dann der zweite Punkt, der betrifft die Beschäftigten der Hochschulen, und zwar die, die sich in der Qualifizierung befinden. Wir denken jetzt an Menschen, die Promotionen haben, zum Beispiel, die Kinderbetreuung gleichzeitig zu leisten haben. Bei denen ergeben sich natürlich Verzögerungen. Und dankenswerterweise, da hat der Bundestag aus unserer Sicht sehr klug agiert, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz entsprechend eine Verlängerung der Höchstdauer entsprechend geregelt worden. Erst einmal auf ein halbes Jahr, dann möglicherweise noch einmal verlängert. Das war sehr, sehr wichtig. Das gilt übrigens auch, ich glaube, Frau Kollegin Sommer hat das gefragt, für die Drittmittelbeschäftigten, was ich auch sehr wichtig finde. Ich habe auch Sommer und nicht Sommersemester gesagt, habe darauf geachtet. Und Frau Kollegin Sommer, in dem Bezug vielleicht auch, Sie hatten bezüglich Löwe gefragt, was wir da als Land machen. Tatsächlich haben wir im Ende März bereits beschrieben, dass wir durchaus auch bei Löwe das flexibel handhaben wollen. Das heißt, kostenneutrale Verlängerungen werden ermöglicht. Und auch damit die Kostenneutralität ermöglicht werden kann, sind auch Verschiebungen zwischen Sachen und Personalmitteln möglich. Also auch da, wo wir sozusagen direkten Einfluss haben, haben wir uns da sehr früh gekümmert, dass es diese Verlängerungen möglich sind. Frau Staatsministerin Dorn, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Das tut mir sehr leid, aber ich glaube, ich möchte es kurz ausholen, weil tatsächlich eine Verordnung so auf den Weg zu bringen mit einer Ermächtigung, das möchte ich kurz noch erklären, aus welchen Gründen wir die einzelnen Punkte haben. Ein paar Minuten bräuchte ich noch. Was noch nicht geregelt ist, ist die Frage der Verlängerung der Höchstdauer auf die landesrechtlich geregelten Beschäftigungsverhältnisse. Wir reden also über Juniorprofessuren und Beamtenstellen auf Zeit. Auch hier könnten wir es als Gesetz plus Verordnung machen, oder wir machen es eben nur direkt als Verordnung. Und was ist ein weiterer Hintergrund, warum Verordnung leichter ist? Weil wir tatsächlich flexibler sehen können, wie die Pandemie sich entwickelt, und müssten nicht dann sozusagen jeweils um ein halbes Jahr verlängern. Deswegen haben wir uns entschieden, an dieser Stelle über eine Verordnungsermächtigung zu gehen. Und das, an dieser Stelle das Thema Transparenz. Und das hat Kollege Hofmeister noch einmal sehr deutlich gesagt. Das ist ein außergewöhnlicher Fall. Und das hat bis hin zur Kollegin Frau Wissler wurde das noch einmal deutlich gemacht, die Transparenz ist notwendig. Ja, absolut. Mir ist sehr bewusst, dass ich sozusagen die parlamentarischen Nachteile, die durch eine Verordnung entstehen, auszugleichen habe. Und insofern ist es für uns selbstverständlich, dass der Verordnungsentwurf, entsprechend, die jetzt auch in Arbeit sind für die letzten beiden Punkte, dann entsprechend vor der abschließenden Beschlussfassung zugeleitet werden, den Fraktionen. Der erste Etappe ist mit dem Obleutegespräch passiert. Und zum Thema Transparenz kann ich auch noch sagen, wir haben, das hat der Frau Kollegin Sommer nachgefragt, wie denn das ist so schön, Applaus zu bekommen, immer bei diesem Stichwort. Frau Kollegin Sommer hatte nachgefragt, ich sage es jetzt nicht mehr, wie das entsprechend geregelt werden soll. Wie das mit den Hochschulen war, dass wir Sie ja entsprechend informiert haben. Ja, wir haben gestern tatsächlich eine Telefonkonferenz geführt. Ich habe das entsprechend deutlich gemacht. Es wurde das Ziel gut verstanden von allen drei Punkten.
Bei den Prüfungen ist selbstverständlich eine hohe Sensibilität da, wenn es um Prüfungsordnungen geht. Dort habe ich ausgeführt, wie ich es jetzt auch gleich noch mal, auch hier noch mal tun möchte, bezüglich der Online-Prüfungen, dass es tatsächlich darum geht, diesen Aspekt zu regeln und dass wir alles Weitere, wenn dann nur in Abstimmung mit den Hochschulen entsprechend auch regeln würden. Das war für Sie eine wichtige Aussage, die ich aber auch als selbstverständlich erachte, weil tatsächlich geht es uns jetzt im Moment darum, dass wir diese Online-Prüfungen regeln können, falls es notwendig ist. Und auch da, Frage Zeit, der Bayerische Datenschutzbeauftragte hat jetzt vor wenigen Tagen oder wenigen Wochen deutlich gemacht, dass er das mit Satzungsqualität nicht ausreichend erachtet. Und als wir das sozusagen an dem längere Schreiben gelesen haben, haben wir uns gesagt, jetzt müssen wir sozusagen hier eine Möglichkeit schaffen. Bis zur Sommerpause, der parlamentarischen Sommerpause, ist das nicht möglich. Nein, das war jetzt Sommerpause, insofern ist kein Beifall nötig. Da haben die Kollegen gut aufgepasst. Dass es bis zur Sommerpause entsprechend nicht möglich ist, eine derartige Regelung, einen Rahmen zu setzen. Wir haben uns aber mit den Hochschulen verabredet, dass wir genau jetzt eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen wollen in der Frage, ob wir diese Regelung brauchen und wenn ja, welche. Und insofern sind es die drei Bereiche, die es zu regeln gilt. Und wichtig wäre, wenn wir etwas zu dem Thema Online-Prüfungen machen, dann wäre es tatsächlich dann grundsätzlich in der HHG-Novelle dann auch noch weiter zu regeln. Das eine wäre jetzt pandemiebedingt. Und ansonsten glaube ich auch, dass es richtig und wichtig ist, es in den normalen parlamentarischen Debatte zur Sprache zu bringen. Und ansonsten müsste man mal schauen am Ende des Sommersemesters, welche Prüfungen langsam wird der Gag nicht mehr ganz so lustig. Ne? Müsste man am Ende des Sommersemesters mal schauen, welche Prüfungen am Ende, ob es noch Regelungsbedarf gibt, und den könnte man dann gegebenenfalls noch möglich machen. Insofern, und das möchte ich noch einmal ganz ernst sagen, mir ist mit diesem Gesetz, so wie es die Koalitionsfraktionen auf den Weg gebracht haben, es sind sehr klare, eingegrenzte Bereiche beschnitten. Das ist auch sehr richtig so. Denn uns geht es lediglich um die Kompensation von Nachteilen, die pandemiebedingt sind. Es geht nicht darum, in die Hochschulautonomie einzugreifen. Es geht auch nicht darum, über den Kopf der Hochschulen etwas zu entscheiden. Es soll gemeinsam entschieden werden. Ich brauche dafür das Vertrauen des Parlaments. Das ist mir sehr bewusst. Und um es noch einmal gerade in der heutigen Debatte deutlich zu machen, ich glaube auf dieses Vertrauen des Parlaments gegenüber der Regierung oder gegenüber insgesamt des politischen Systems sind wir gerade insbesondere in diesen Zeiten selten wie je zuvor angewiesen. Das ist am Ende ein ganz wesentlicher Faktor für die Stabilität unseres politischen Systems, für die Krisenfestigkeit unseres politischen Systems. Natürlich braucht es da entsprechend immer wieder den Ausgleich. Deswegen ist sozusagen der Ausgleich, glaube ich, maßgeblich die Transparenz. Genau um das bemühen wir uns als Regierung. Und ich hoffe, dass wir auch in diesem kleinen Regelungsrahmen das zeigen, dass wir gemeinsam im Sinne der Hochschulen, im Sinne der Studierenden, aber auch im Sinne des parlamentarischen Verfahrens eine gute Lösung hinbekommen, trotz Pandemie, trotz Schwierigkeiten. Und vielleicht gehen wir die nächsten Schritte. Und ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Dorn. Das waren jetzt 6:14. Aber zwei davon würde ich mal auf das Konto von Frau Dr. Sommer buchen. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deswegen können wir den Gesetzentwurf von CDU und Bündnis 90 die Grünen mit der Drucksache 20/2955 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den zuständigen Ausschuss Wissenschaft und Kunst überweisen.